Jetzt geht's weiter. Ja, bevor ich jetzt weiter mit der Hauptmission mache, will ich mir erstmal die Trophäe noch holen. Ich die auch nicht. Puh. Ich bin ein Engel. So, noch. Ups. Mal gucken. Hier muss das doch irgendwo sein. Ist noch. Hat der Riddler sie weiter unten verschachert? Riddler, ich hasse dich. Scheint so. Ich komme näher. Ja. Er hat sie weiter unten verschachert. Der Typ ist echt nervig. Aber nicht hier ist, er ist nervig. So, habe ich das? Batmobil. Komm mal angerast hier. Stopp. Irgendwas von da drin? Nichts. Wir glauben, dass noch eine Minimalbesatzung da ist, aber sie antworten nicht und das Gebäude ist abgeschottet. Wenn sie noch leben, werde ich sie finden. Sie sollten uns verraten können, was Scarecrow vorhat. Was zur Hölle? Schöner Heli. Schöner. Hup, 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 hup. Was ist denn hier? Komm schon, los! Komm schon! Bewegung, Bewegung, Bewegung! In Deckung! Zeit zu sterben, alter Mann! Im Tod gibt es nichts mehr zu fürchten. Halte ihn von Ace Chemicals fern. Deine Rache wird kommen. Das muss wohl der Dark Knight sein. Boah. Ein Freund von dir? Bleib hier. Ich finde das raus. Jetzt geht's. Das ist ja eine Armee. Ach du Scheiße. Oracle, wer immer der Kerl ist, er hat eine Armee geschaffen. Ich brauche einen Namen. Na gut, wir haben hier was von einem in Venezuela operierenden Geheimkommando. Sie haben eine versteckte Trainingseinrichtung entdeckt. Einheitliche Insignien bei allen Soldaten. Nichts als Spekulationen über den Kommandanten. Nur über den Namen sind sich die Quellen einig. Der Arkham Knight. Der Arkham Knight. Hack dich in deren Funk. Ich muss wissen, was sie plant. Sonst noch was? Auf dem Gelände von Ace Chemicals sind noch ein paar Arbeiter. Sie könnten uns helfen, Scarecrow und seine Bombe aufzuspüren. Ich muss sie finden. Jeder Arbeiter sollte einen ID-Chip tragen. Wenn ich die Personalaufzeichnungen anzapfe, kann ich sie aufspüren. Da ist ein Terminal in einer Nische ganz in deiner Nähe. Versuch's dort. Da sind 5 Soldaten. Jeder bewaffnet und gefährlich. Bevor ich zu diesem Terminal kann, muss ich sie ausschalten. Zugehört! Scarecrow zufolge ist die Reaktion. Richtig genau, unbekannt. Militärkommandant, unbekannt, unbekannt, unbekannt. 1,83 Meter. Na, großer, wie ist die Luft da oben? Konnte ich mir schon vorstellen, dass das nicht seine echte Stimme ist. Die Evakuierung der Anlage beginnt in 10-30 Minuten. Leise, leise.
Es hat also begonnen. Sieht ganz so aus. Den Teil liebe ich am meisten. Leute einfach überrumpeln. Helis kommen vom Horizont angedüst und jagen das Ziel in die Luft. Geil. Wieso bist du dann nicht in einem der Helis? Ich hab letztens was Schlechtes gegessen. Sind diese dämlichen Rationen. Fühl mich nicht allzu gut. Aha. Ist ja blöd. Genau. Die größte Operation überhaupt. Und ich sitze hier bei einer dummen Chemiefabrik rum und versuche, nicht zu kotzen. Die ganz oben meinen Batman könnte auf dem Weg hierher sein. Vielleicht haben wir etwas Spaß und wir sind's, die ihn umlegen. Mit Beginn von Phase 2 wird es interessant. Gotham wird sich davon nie wieder erholen. Ja. Hau ab, du stinkst. Du hast recht. Da würde ich nur die aufmerksam machen. Wenn der Typ jetzt mal verschwinden würde. Denkt alle daran, die Fledermaus kommt! Seid bereit! Denkt ihr, er ist bereit, gegen eine Armee zu treten? Die Panzer werden ihn platt machen, bevor wir nur einen Schuss abfeuern! Hast du überhaupt zugehört, was der Knight gesagt hat? Wenn es um Batman geht, sieht sowas nicht! Richtig! Von einem Genie sein. Glaub's einfach nicht, wie sie den Köder geschluckt und die Stadt evakuiert haben. Was machen wir, wenn wir auf einen Arbeiter treffen? Kommt drauf an. Lass ihn leben, wenn wir den Ausweis brauchen. Wenn nicht, knallt ihn ab. Zivilisten töten ist nicht gerade mein Ding. Komm damit klar. Sie würden dir danken, wenn sie wüssten, was Scarecrow vorhat. Komm, komm. Ich hoffe fast, dass Batman auftaucht und wir endlich was zu tun haben. Ist allemal besser, als im Regen zu warten. So, das wäre Nummer 2. Die 3 schalte ich mit Angst aufschalten an. Habt Angst vor mir. Und zack, da wäre er fast doch über die Brüstung geflogen. Ich kann auf das Terminal zugreifen. Das wäre bestimmt genial gewesen. Wo ist denn? Wo ist er hin? Denn es macht doch keinen Sinn. Sehen wir mal, ob Oracle recht hatte. Datenverbindung aktiv, Datenentschlüsselung. Hier sollte mal jemand die Sicherheitsprotokolle updaten. Ja. Jetzt sind 5. Oracle, ich habe die ID-Codes. Wenn ich einen Aussichtspunkt erreiche, kann ich die Arbeiter mit dem Bat-Scanner finden. Okay, ich habe das höchste Gebäude auf deiner Karte markiert. Fall nicht runter. Ja, da sind ja noch mehr von denen. Alter Schwede. Alter Schwede. Perfekt. Ich kann den Bat-Scanner einsetzen und nach den Arbeitern suchen. Ich konnte etwas vom Funkverkehr zwischen Scarecrow und diesem Arkham Knight abhören. Leite es jetzt an dich weiter. Ich hatte ihn im Visier. Ich hätte es zur Hölle bringen können. Wir haben ihn noch nicht gebrochen. Warte noch. Nein, ich habe genug gewartet. Batman stirbt. 2. Heute Nacht. Warum hast du ihn so sehr? Das solltest du nicht verstehen. Deine Rache steht kurz 3. bevor. Das wird seine letzte Nacht sein. Ich werde dafür sorgen. Hast du eine Ahnung, wer der Arkham Knight ist? Klingt so, als wärt ihr euch schon mal begegnet. Ich habe mir viele Feinde gemacht. Zu viele. Ja, der 5. spielt mit mir Verstecken. Ah, gefunden. Du bist dran. Hat funktioniert.
Innerhalb der Anlage werden 5 ID-Signale angezeigt. Hoffen wir, dass sie noch leben. Ich gehe erstmal zu den hier. Die Fledermaus! Und der Kopf muss durchs Fass. Nur retten, wenn ich diese Wand einreiße. Ich muss das Batmobil irgendwie reinbringen. Typisch. Heißt natürlich nicht, dass er nicht ein wenig Spaß haben darf. Wir sollten ihn wohl nicht umbringen. Schon wieder ein Stufenaufstieg? Mann, bin ich schnell. Ich bin gemein. Kuckuck! Mach ihn nieder! Hab dich! Und zack! Sie haben einen der Arbeiter getötet. Verdammt! Wir müssen sie aufhalten. Hör zu, ich habe mich in den Funk der Milizkräfte gehackt. Ab jetzt kannst du alle offen gesendeten Funksprüche abhören. Mhm. Danke, Oracle. Ich habe einen Weg gefunden, das Batmobil reinzubringen. Dafür bezahlen sie. Alle zusammen. Genau. Bezahlen. Grün. Wenn ich die Farbe grün sehe, denke ich sofort am Rüttler. Meine Fresse. Das ist sowas von mies. Das ist wirklich sowas von mies. Ja, jo. Oh Mann, Leute, es tut mir leid, mir ist eine Aufnahme entfallen. Wo ich das vorgeöffnet habe und so und den Arkham kennengelernt hat, diese eine Folge, das tut mir wirklich leid, meine Leute. Es tut mir wirklich leid, irgendwie hat es nicht gespeichert. Ich versuche jetzt die restlichen Folgen ganz normal zu machen.
ich hoffe, es gibt jetzt keine weiteren Probleme. Es gibt eine Möglichkeit, die Eier, was heißt eine Folge, die Teil einer Folge, fehlt mir. Dass Batman einen Panzer hat. Ich dachte, wir haben jede Möglichkeit erwogen. Haben Sie das im Briefing nicht gesagt? Und das tut mir ernsthaft leid. Deswegen wird die zusammengeschnitten sein. Tut mir leid, Leute. Tut mir wirklich leid. Na gut, dann versuchen wir hier weiterzumachen. Warum kriege ich überhaupt? Okay. Also wundert euch nicht, wenn die Folge ein bisschen anders anfängt, wie in der Mitte einer Folge dann plötzlich sowas passiert. Ich hoffe, das ist nicht nochmal passiert. So. Die Wand ist brüchig. Schön in Batman-Form. Und? Schönes Chemielabor. Jetzt sind es schon zwei tote Arbeiter. Ich hätte das verhindern sollen. Zwei tote Arbeiter. Das ist nicht zu verzeihen. Batman, hör zu. Ich habe mit Robin gesprochen. Du solltest dir wirklich von ihm helfen lassen. Du trittst gegen eine Armee an. Sie hat recht. Wir sind ein Team. Die Stadt braucht uns beide. Ich schaffe das, Robin. Du weißt, was du zu tun hast. Also tu's. Das kann warten. Kann es nicht. Es steht viel auf dem Spiel. Du musst konzentriert bleiben, bevor es schlimmer wird. Viel schlimmer. Du solltest nicht so hart zu Tim sein. Er will nur helfen. Lass deine Gefühle für ihn nicht dein Urteilsvermögen trüben. Denkst du, ich will ihn da draußen in Gefahr sehen? Das Gegenteil wäre mir lieber. Aber er kann... Wenn Robin diese Menschen nicht retten kann, wird der Fallout genauso gefährlich wie Scarecrows Bombe. Sicherungskasten. Rallaubappa. Welche nehme ich? Grün, blau, rot, schwarz. Ach, da kann ich auch nochmal auftragen. Okay. So. Batmobil, du musst ran. Hallo. Danke. Dann kann ich ja hier durch. Nummer 3. Toter Nummer 3. Diese Tiere werden dafür bezahlen. Wir werden sie aufhalten. Das machen wir doch immer, oder? Ich zieh mal grün und rot. Nee, wieder das gleiche. Und jetzt ist es ganz blau. Cool, es ist selbst. An alle Bodeneinheiten. Schauen das alle.
Checkpoints sind voll betriebsfähig. Ich will Kampfeinheiten auf Niagani sehen. Eine Drohne in jeder einzelnen Seitengasse. Batmobil. La 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 la. Da fährt der Fahrstuhl nicht. Das war jetzt Dummheit. Oh, okay. Ja. Noch weiter fährt der Fahrstuhl nicht. Ich bin mich jetzt langsam verarscht. Also. Was ist das bedeutet? Noch weiter fährt der Fahrstuhl nicht. Und jetzt lang. Danke. Hey du, auf die Füße. Hier lang, los. Nein, bitte. Ich sagte Bewegung. Sehr. Nimm deine Finger von mir. Sonst was. Muss man die erstmal mal nebenbei bringen? Jetzt nimm's mal wie ein Mann! Ich versteh's einfach nicht. Dieser Neid-Typ taucht einfach so auf und macht diese Armee auf. Ich meine, da muss er reich an seiner Flut. Halt. Und geht auf. Und alle. Hoppala! Ramia? War das Code her? Es geht nicht um Gotham, es geht um Batman. Ach, diese scheiß Umarmung immer hier. Hey. Schon gut. Sie sind sicher. Du kommst zu spät. Wir sind so gut wie tot. Du weißt von der Bombe, nicht wahr? Wo ist er? Ich habe gehört, er sei in der zentralen Mischkammer. Du weißt, was das heißt. Er bereitet die Freisetzung des Toxins vor. Ich habe gesehen, was es mit den Leuten anstellt. Wenn das Gas entweicht, dann gibt es Chaos. Das lasse ich nicht zu. Warten Sie beim Batmobil. Ich bringe Sie hier raus. Jim, der zweite Arbeiter ist gerettet. Ich komme zu dir. Was ist mit Scarecrow? Er ist in der zentralen Mischkammer. Sobald die Techniker sicher sind, schnappe ich ihn mir. Ist es so schlimm, wie es klingt? Genau. Schlimmer. Aber ich stoppe ihn. Du hast mein Wort. Wieder ein Stufenaufstieg.
geht's lang? Ach da. Lalalalalal. Oh Gott, wir stecken hier unten fest. Der ist der einzige Weg hier raus und der ist Schrott. Nicht verzagen, Batman fragen. Er bewegt sich. Wie machst du das? Ach egal, ich bin nur froh, hier raus zu können. Da schnell in den Kindersitz. Alfred. Hab ich gesehen, Sir. Hier ist es kein Signal, dass das Fahrzeug unbemannt ist und ferngesteuert wird. Waffensicherung deaktiviert. Na komm schon, du Held! Seh mir doch mal, ob du mithalten kannst! Was ist los? Werden deine Reaktionen langsamer? Vielleicht solltest du einfach aufgeben. Du hast dein Wissen noch nicht. Oh Mann, ey. Ah, ich wusste es. Ich wusste es, dass mich das garantiert das Genick bricht. Du Held. Leb wohl. Na, wenigstens sagt er noch, leb wohl. Das ist ja schon mal die Hauptsache. Ja, damit beende ich eben gesagt, wie die 5. Folge müsste es jetzt sein. Und sag erstmal ciao und nochmal Entschuldigung für den 15 Minuten. Aber es lohnt sich jetzt echt nicht nochmal zu sagen, ja, ich fange von vorne an. Lohnt es sich nicht mehr. Okay, dann ciao.